Anna Wilken gibt Einblick in den emotionalsten Tag seit langem. Dieser Tag sollte alles in ihrem Leben verändern. Der Tag, an dem Anna Wilken, 25, von ihrer Schwangerschaft erfährt. Freudestrahlend überbringt das einstige GNTM-Model seinen Fans die frohe Botschaft. Und jetzt gewährt die 25-Jährige ihren Followern noch einen exklusiven Blick behind the scenes. Denn die an Endometriose erkrankte Influencerin teilt ein Video mit Ausschnitten ihres emotionalsten Tages seit langem. Zu sehen. Der Moment, in dem Anna das positive Testergebnis bekommt. Es ist der 29. Oktober, Anna Wilken wird zum Schwangerschaftstest in die Klinik gebeten, denn die 25-Jährige hat sich einer künstlichen Befruchtung unterzogen. Der Test soll zeigen, ob sie erfolgreich war. Mit dem Auto geht es in das Kinderwunschzentrum in Heidelberg, wo Anna in Behandlung ist. Im Video zeigt sie, wie ihr Blut abgenommen wird. Doch dann heißt es, warten und hoffen. Das Model geht mit seinem Mann spazieren und kuschelt mit seinem Hund auf der Couch. Hauptsache Ablenkung. Die Wartezeit zwischen Blutabnehmen und dem Anruf treibt es immer auf die Spitze, kommentiert die Schwangere ihren Zusammenschnitt. Genau an diesem Tag habe Anna ein ungutes Gefühl gehabt. Umso glücklicher ist sie aber, als sie dann eines Besseren belehrt wird. Das Video zeigt, wie Anna vor Erleichterung in Tränen ausbricht und sofort ihre Mutter anruft. Die 25-Jährige kann ihr Glück kaum fassen, zumal die Schwangerschaft aktuell nicht besser laufen könnte. Mein HCG-Wert ist super duper. Die Verdopplungen sind mehr als zeitgerecht und ich bin einfach nur ein Stück weit erleichtert und dankbar, denn ich glaube ganz fest an Mini Adamien, schreibt Anna in ihrer Bildunterschrift. Anschließend richtet sie ihr Wort an ihre Follower, die den Weg zur Schwangerschaft voller Spannung auf Instagram mitverfolgt haben. Anna bittet um Entschuldigung, weil sie aktuell auf keine Nachrichten antworte. Es ist nicht böse gemeint. Abgesehen davon, schlafe ich gefühlt den ganzen Tag. Keine große Überraschung, ihr Körper braucht nun Energie für das Wunder des Lebens. Und sicherlich wird Annas nächstes Baby-Update nicht lange auf sich warten lassen.